Danke, Sorimier. Schön, dass ihr hierher gefunden habt. Wir werden uns heute anschauen mit den Tarotkarten, was bringt dir der Monat August in Sache Liebe? Das ist hier eine kollektive Legung. Ich habe mir gedacht, ich werde jetzt hier keinen Auswahlstapel hinstellen, sondern nur eine Legung machen, und zwar diese keltische Kreuz, ne, dass uns einfach auch mehr Informationen gegeben werden, ne? Und das kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht, ne? Das ist ja klar. Aber wenn du hierher gestoßen bist, das ist sehr wichtig, dann möchte die Energie etwas mitteilen, auch wenn es nur ein Wort ist, ne? Wirklich, das ist sehr wichtig. Okay, lass uns starten. Bitte geh einmal tief in dir hinein. Visualisiere dich selbst, atme ein und atme aus. Okay, lass uns starten. Wir haben nämlich wirklich sehr viel vor uns, ne? Mit dem Monat August in Sache Liebe. Was bringt dir der Monat August? Der ist ja bald vor der Tür, ne? So, was bringt dir der Monat August in Sache Liebe im Kollektive? Ne? Das ist ja klar, eine kollektive Legung im Allgemeinen. Wenn diese Legung dich anzieht, dann hat es ja auch einen bestimmten Grund. So, wir picken die erste Karte. Um was geht das hier? Oh, hier ist eine spirituelle Vereinigung. Wow. Ich könnte hier auch sagen, Hochzeit. Wir sprechen von Hochzeit. Du könntest hier auf eine Hochzeit eingeladen sein in August. Ne? Viele Menschen feiern Hochzeiten. Es geht hier wirklich um eine Vereinigung, die auch von oben gesegnet ist. Ne? Wirklich, du könntest hier jemanden treffen, der mit dir auf eine gleiche Ebene ist. Ne? Für August. Wow, sehr, sehr schön. Du könntest auch auf eine Hochzeit eingeladen sein in August. Wer weiß, ne, das können wir nicht sagen. Das könnte auch gut sein. Du schaust dir gerade dieses Video an und du wirst deine Hochzeit planen in August. Ne? Das könnte auch gut sein. Jetzt schauen wir mal die Herausforderung. Die Herausforderung ist hier zwei der Kelche. Es geht hier um Gefühle. Um Gefühle. Ne? Also, das ist so, als ob hier jemand entweder sich nicht sicher ist von seinen Gefühlen oder irgendwie hier auch eine Entscheidung treffen sollte, ne, bezüglich dieser Gefühle. Ne? Das ist immer noch eine Zwei, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Bin ich mir hier sicher, dass ich mit dieser Person zusammen sein möchte? Bin ich mir sicher von meinen Gefühlen? Oder ist sich diese Person sicher von seinen Gefühlen? Also du setzt hier alles auf deine Gefühle. Ne? Es geht hier im August um die Liebe. Tatsächlich um diese Gefühle, Emotionen. Ne? Es könnte auch gut sein, dass du hier jemand treffen tust, dass du hier jemand triffst außerhalb deiner Ehe. Ne? Das könnte ja auch gut sein. Falls du verheiratet bist, könntest du trotz dessen jemand treffen, eine Bekanntschaft. Es könnte hier auch eine Freundschaft entstehen, ne? Zwischen euch zwei im August. Das ist hier sozusagen die Herausforderung, ne? Also es ist nicht einfach, ne, die Gefühle auch zu unterdrücken. Falls du Gefühle entwickelt hast für diese Person, du bist vielleicht verheiratet, diese Person ist verheiratet, es geht hier gerade um diesen Thema und du hast aber sehr starke Gefühle für diese Person entwickelt. Okay, machen wir weiter. Aha. Ah, sei dir vorsichtig, ne? Sei dir vorsichtig. Du weißt ganz genau, dass es nur vielleicht eine Illusion sein könnte, was du gerade sozusagen ja erlebt hast oder erleben wirst. Du musst dir hier sehr vorsichtig sein für August, ne? Es könnte gut sein, dass du hier jemand kennenlernen kannst, der dich auch enttäuschen könnte, dass diese Person gar nicht die Person ist, ne? Dass diese Person hier wirklich nur etwas vorspielt in August, ne? Da müssen wir uns wirklich vorsichtig sein. Okay, machen wir weiter. Oha!
Es könnte gut sein, dass du hier bei dieser Legung auch verheiratet bist, ne? Und du stellst hier deine Liebe auf die Probe. Na, das könnte ja auch gut sein, weil wir haben hier eine Königin der Münzen. Oder es könnte gut sein, dass diese Person hier verheiratet ist, was ich ja vorhin gesagt habe. Diese Person hat schon eine Frau, ist schon verheiratet. Das kommt immer darauf an, wer sich diese Legung anschaut. Und es geht tatsächlich, ne, in August hier um die Gefühle. Ist diese Beziehung es wert? Ne? Das ist immer noch die zwei. Das dürfen wir nicht vergessen. Die zwei sind immer Entscheidungen. Ne? Verdient diese Person das, was ich spüre, das, was ich sozusagen in mir erlebe, ne? Verdient diese Person diese Liebe von mir, ne? Oder ist das ihm sozusagen gerecht? Wow, das ist ja der Wahnsinn, ne? Es geht ja tatsächlich um jemanden, der hier verheiratet sein könnte. Das könnte aber auch deine Energie sein, ne? Dass ihr irgendwie euch wieder gefunden habt, ne? Aber ich weiß nicht, irgendwas stimmt hier nicht. Das werden wir nachher schauen. Oder weißt du was? Ich schaue das mir gleich an, ne? Sonst verliere ich dann den Faden. Ich mische und will jetzt eine Aufklärungskarte für sieben der Kelche, weil die sieben der Kelche ist immer so eine Karte, sagt mir nicht genau, was Sache ist. Sie lässt mich so, sie lässt mir diesen Fragezeichen. Das ist so, nee, so lassen wir das nicht. Wir klären sie sofort. Ich möchte nämlich sofort bitte eine Aufklärungskarte haben für sieben der Kelche, was sie uns sagen möchte für August im Kollektiven. Siehst du, das ist das. Weißt du, es ist so, als ob du entweder erlebst du diese Situation oder du lässt es sein. Das ist so, als ob hier zweier jemand sich entscheiden muss. Komme ich weiter? Gehe ich weiter mit dieser Person? Möchte ich weiterhin mit dieser Person zusammen sein? Also hier könnten wirklich Menschen sein, die verheiratet sind. Es könnten hier Menschen sein, die irgendwie eine Beziehung zu jemand haben, der auch verheiratet ist. Und du hast gesagt, okay, mein Lieber oder meine Liebe, jetzt musst du dich entscheiden. So mache ich nicht mehr weiter. Entweder innen oder außen. Bei uns sagt man, dentro o fuori. Bist du zu Hause oder bist du draußen? Das ist ja klar, ne? Du kannst dir nicht eine Beziehung führen, die nur von einer Seite kommt, ne? Das ist ja klar. Also in August wirst du diese Person sagen, nee, nee, mein Lieber. Es kommt immer drauf an, ob du jetzt eine Frau oder ein Mann bist. So geht das nicht weiter. Ich baue nicht auf eine illusorische Beziehung auf, ne? Das ist ja klar. Das kommt nur von deiner Illusion, ne? Wie gesagt, das könnte gut sein, du bist hier die Frau. Das könnte auch gut sein, dass dieser Mann hier sich auch entscheiden sollte. Willst du mit deiner Frau zusammen sein oder willst du mit mir zusammen sein, ne? Sehr wichtig. Machen wir weiter. Ha, du wurdest von dieser Person in der Vergangenheit schon enttäuscht. Das ist ja nicht so, dass diese Person irgendwie nur jetzt dir wehgetan hat oder dir wehtun wird. Diese Person hat dich schon enttäuscht, ne? Es könnte gut sein, du warst mit dieser Person auch verheiratet, ne? Also diese Person ist wirklich eine Person, die sehr viel Schmerzen dir gegeben hat, ne? Du hast sehr viel getrauert um diese Person. Aber seh dir das an. Du hast noch zwei Kelche, die stehen. Das sage ich immer bei dir, fünf der Kelche. Du darfst diese Situation nicht von diesem Blickwinkel nur sehen. Sieh es auch von einem neuen. Ne? Es kann gut sein, dass da draußen jemand auf dich wartet. Eine neue Gelegenheit. Wirklich, sei offen. Diese fünf bringt immer Entscheidungen mit sich. Und es sollte einfach so geschehen. Es ist wichtig, ne? Du hast ja auch eine große Arkane. Das dürfen wir nicht vergessen. Als Eröffnungskarte, ne? Es geht hier um die Hochzeit. Es geht hier um diese spirituelle Vereinigung auch, ne? Wenn ihr zusammengehört, werdet ihr auch zusammenkommen. Wenn es die Energie so möchte, ne? Werdet ihr auch zusammenfinden. Es ist sehr wichtig, weil es könnte auch gut sein, ne? Dass du in August jemand treffen könntest, ne?
jemand wirklich Ernstes treffen könntest, jemand, der wirklich mit dir zusammen sein möchte und du das gar nicht wahrnimmst, weil du immer noch in diesem Trauer lebst. Das ist die Vergangenheit. Diese Person hat dich schon enttäuscht, ne? Machen wir weiter. Aha, so geht das weiter. Hier ist ein Stillstand. Habt ihr euch eine Pause genommen? Entweder seid ihr nicht zusammen, ne? Momentan seid ihr nicht zusammen. Das stelle ich jetzt so hin, sonst habe ich keinen Platz. Ich stelle mir hier vor, entweder seid ihr hier nicht mehr zusammen oder ihr werdet euch im August eine Pause nehmen von dieser Person. Wie ich ja vorhin gesagt habe, ja klar, wenn diese Person ja verheiratet ist und du nicht mit dieser Person so mehr zusammen sein möchtest, musst du dir eine Pause nehmen. Du brauchst wirklich hier jetzt diese Gedanken, ne, die wirklich sozusagen dich fertig machen. Alles, was mit den Gedanken ist, wir sind hier bei den Schwertern, ne? Das bedeutet, es ist so viel auf dich, ne? Es kommt sehr viel auf dich zu. Es könnte auch gut sein, dass diese Person einfach Zeit braucht, um zu reflektieren, was gerade in seinem Leben geschieht, ne? Möchte ich jetzt hier weitermachen oder möchte ich jetzt diese neue Angelegenheit nutzen, ne? Wie gesagt, es könnte ja gut sein, dass diese Person verheiratet ist, ne? Das könnte aber auch gut sein, dass es deine Energie ist. Du weißt nicht, wie du weitermachen kannst, ne? Das könnte auch gut sein, dass diese Person dir irgendwie noch eine Chance möchte. Das könnte ja auch gut sein, ne? Weil er hat dich ja schon enttäuscht. Ich rede bitte in dieser weiblichen Form, setze es bitte um. Es ist sehr wichtig, ne? Nicht nur Frauen schauen sich diese Legung an, auch Männer. Wie gesagt, Mann zu Mann, Frau zu Frau, das ist völlig egal, ne? Schauen wir jetzt mal weiter. So siehst du die Situation. Du lässt dich hier leiten. Du willst hier etwas Neues. Du möchtest unbedingt für August eine neue Situation erleben. Du lässt dich von deiner Leidenschaft leiten. Also ich vermute hier ganz stark, dass du offen bist, dass du dieser Situation auch eine neue Chance geben möchtest. Du siehst die Situation so und du hast hier Ass der Stäbe. Es könnte gut sein, entweder gibst du dieser Person noch eine Angelegenheit, diese Gelegenheit, ne? Du gibst dieser Person diese Chance und sagst, okay, wir versuchen es erneut. Du hörst auf dein Herz, du hörst hier auf deine Leidenschaft, weil das ist so, als ob diese Person für dich, ne, ja. Sagen wir mal so, diese Person hat eine Anziehungskraft Richtung dir, ne? Du fühlst dich angezogen von dieser Person, ne? Das könnte auch gut sein, ja, er weiß, wie er mit dir umgehen kann, ne? Oder sie weiß, wie sie mit dir umgehen kann, ne? Also, weil das ist so, als ob du hier wirklich dir diese Chance, ja, nicht geben möchtest. Also, du willst dir diese Chance geben. Du willst hier diese zweite Chance dieser Person noch mal geben. Du willst es versuchen. Ja, du willst diese Chance ergreifen. Ja, wow. Okay, machen wir weiter. Ah, diese Person möchte aber mit dir zusammen sein. Diese Person versucht auf dich zuzukommen. Diese Person wird sich bei dir melden, ne? Ja, ob das jetzt eine neue Person ist, ob das dieselbe Person ist, das kann ich dir nicht sagen, weil hier ist ein Stillstand. Das könnte gut sein, dass diese Person sich wieder bei dir meldet. Es könnte gut sein, dass diese Person es wieder mit dir probieren möchte. Es könnte aber hier eine neue Person sein in August, dass du hier jemand kennenlernen könntest, ne? Mit jemandem du planen kannst. Kein Wunder, dass ich ja vorhin gesagt habe, spirituelle Einigung, ne? Hier können sich zwei Menschen finden, die wirklich auf die gleiche Augenhöhe sind, ne? Das ist hier wirklich wahre Liebe. Du hast hier mit einer alten Situation abgeschlossen. Diese Situation wolltest du nicht mehr. Du hast jetzt gesagt, okay, stopp. Ich nehme mir hier wirklich diese Pause. Ich möchte mit dieser Person nichts mehr zu tun haben, weil das ist so, als ob hier auch eine Wahl war, ne? Es kann gut sein, dass es die Vergangenheit war.
Du hast diese Person auch vor einer Wahl gestellt und diese Person hat sich hier für seine Frau entschieden. Ne? Weil wir sind hier auch bei der Herzangelegenheit. Das könnte gut sein, entweder bist du das, ne? Oder das ist hier die Frau. Ne? Das kommt immer darauf an, wer sich diese Legung anschaut. Aber auf jeden Fall hast du hier eine Person, die mit dir zusammen sein möchte. Eine Person, die auch sozusagen dir diese Münze gibt, ne? Übergibt dir diese Münze. Das ist so, als wäre hier das sein Herz. Ne? Er gibt dir hier sein Herz. Das ist hier etwas Konkretes. Ne? Du kannst hier etwas aufbauen. Du bist bei den Münzen. Wow, sehr, sehr schön für August, ne? Okay, machen wir weiter. Ja, das sind deine Hoffnungen, das sind auch deine Ängste. Bitte schließe dich nicht in dir hinein. Das ist der Eremit. Sei nicht alleine. Versuche bitte dich nicht zu sehr in dich selbst zu schließen. Ich hoffe, dass du die Karten siehst. Sieht man sie? Oh nee, die sieht man nicht. Das habe ich jetzt gerade gemerkt. Schauen wir mal, wir machen das so, damit du auch die Karten siehst. Okay. Okay, ich rutsche mal ein bisschen mit dem Stuhl. Okay. Ich stelle sie jetzt hier hin. Das ist der Eremit. Weißt du was? Ich stelle sie hier hin, ne? Dann kannst du sie sehen. Die letzte Karte nehme ich dann auch noch, ne? Das ist ja quasi das Endergebnis. So kannst du sie sehen. Ja, so kannst du sie sehen. Also du hast hier den Eremit. Das ist sozusagen das, was du auch befürchtest, ne? Das ist das Alleinsein, ne? Das könnte auch gut sein, dass du Angst hast, allein zu sein, alleine zu bleiben, ne? Der Eremit ist ja eigentlich eine Person, die alleine ist, ne? Und das ist die große Angst, die du hast, ne? Aber das ist auch sozusagen nicht dein Standpunkt, ne? Das wird nicht passieren. Du brauchst keine Angst zu haben, ne? Irgendwie ist hier auch die Hoffnung da, ne? Dass es nicht so sein wird. Das ist ja klar. Du wirst auf jeden Fall nicht allein sein. Mach dir keine Sorgen, ne? Also wie gesagt, das ist hier eine kollektive Legung. Das ist ja klar. Das ist keine personalisierte. Aber laut den Karten wirst du nicht alleine sein. Hier wird eine Person auf dich zukommen in August. Entweder das ist dieselbe Person, die sich für dich entscheidet, ne? Das könnte gut sein. Das könnte hier aber auch eine neue Person sein, ne? Wie ich ja vorhin gesagt habe. Diese spirituelle Vereinigung. Es geht ja darum, ne? Es geht hier um den Hohenpriester. Es könnte auch gut sein, wie ich ja vorhin gesagt habe, hier ist diese Person verheiratet gewesen, ne? Ihr liebt euch, aber diese Person, ihr seid irgendwie auseinandergegangen und in August werdet ihr wieder Kontakt miteinander haben. Das könnte ja auch gut sein. Das kommt immer darauf an, wer sich diese Legung anschaut, ne? So, kurze Unterbrechung. Wir machen aber weiter. Wo führt uns diese Situation, ne? In Sache Liebe für August, im Kollektiven. Sehr wichtig. Wo führt uns diese Situation in Sache Liebe für August? Das Ende sozusagen, ne? Das Endergebnis zu diesem König der Schwerter. Es geht hier um diesen König der Schwerter. Es könnte gut sein, entweder ist es so, dass diese Person hier eine Entscheidung treffen sollte, oder ihr werdet, ne? In August diesen König der Schwerte kennenlernen. Es könnte hier ein Waage sein, es könnte hier Zwilling sein, es könnte hier Wassermann sein, ne? Entweder ist es hier deine Energie, ne? Wenn du dir jetzt diese Legung anschaust, dass du quasi hier diese Entscheidung treffen musst. Es könnte aber auch gut sein, wenn du jetzt eine Frau bist, dass du diesen Mann kennenlernen wirst, ne? In August. Eine neue Person. Oder das ist hier dieselbe, ne? Der König der Schwerter, der hier verheiratet war oder verheiratet ist, ne? Okay, jetzt möchte ich aber nochmal eine Karte haben, neben diesem König der Schwerter, ob er sich hier entscheidet. 4. August. Wir lassen sie nicht so, ne? Ob er hier eine Entscheidung treffen wird. Ob er hier eine Entscheidung treffen wird. Für August, ne? Ob das deine Energie ist oder nicht, das ist dir überlassen, ne? Okay. Weil hier sind lauter Entscheidungen.
Hier ist nochmal ein König. Ein König der Stäbe. Das könnte gut sein, meine Liebe, wenn du dir dieses Video anschaust, dass du dich hier entscheiden sollst. Zwischen diese zwei Männer, weil hier sind zwei Männer. Einmal haben wir hier König der Schwerte, einmal haben wir hier König der Stäbe. Es sind zwei Energien, ne? Es könnte gut sein, einer ist dein Ex, ne? Ob es der oder der ist, das ist dir überlassen. Und einer ist der Neue, die neue Flamme, ne? Wir haben hier diese Flamme, diese Anziehungskraft, ne? Es könnte gut sein, dass es hier, ja, der Neue ist, ne? Das könnte auch gut sein, wenn du dir jetzt dieses Video anschaust. Du bist ein Mann und du musst dich entscheiden zwischen zwei Männern, ne? Das gibt's ja auch. Wow. Jetzt wollte ich eine klare Entscheidung haben und bekomme den König der Stäbe. Boah, das ist ja der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Du wirst hier zwei Männer haben. Einer ist vielleicht die Vergangenheit und der eine wird in August eintreten in deinem Leben. Wow. Aber ich habe dir gesagt, ne, du lässt dich hier leiten von deiner Leidenschaft. Das könnte ja gut sein, ne? Wenn du dir diese Legung anschaust und du ganz genau weißt, dass du dich Richtung dieser Person angezogen fühlst, ne? Weil diese Person sehe ich, dass er sich wirklich öffnet, ne? Dass er wirklich auf dich zukommt. Ich weiß jetzt nicht, welcher es hier sein kann, dieser König der Schwerte oder dieser König der Stäbe. Wow, das ist wirklich, also hier haben wir ein Widder, ein Löwe, ein Schütze. Das kommt jetzt immer drauf an, wer sich diese Legung anschaut. Jetzt machen wir mal die Karten so, dass du sie siehst. Also hier hatten wir die Königin der Münzen, ne? Und wie gesagt, das könnte ja auch gut sein, dass du verheiratet warst oder dass du die Verheiratete bist und du dich entscheiden sollst, ne? Will ich jetzt den Mann oder den, ne? Oder es ist so, das ist dein Ex-Mann, ne? Es geht hier um eure Hochzeit, ihr seid auseinandergegangen, ihr habt euch scheiden lassen und jetzt triffst du diesen neuen Mann, ne? Wow. Auf jeden Fall hast du schöne Karten für August, ne? Es kommt immer darauf an, wer sich diese Legung anschaut, ob das mit dir in Resonanz geht. Es sind hier wirklich viele Köpfe, aber die Energien haben uns diese Karten gegeben, ne? Okay, ich hoffe, ich konnte dir behilflich sein in meinem Kleinen. Wir sehen uns bald. Mach's gut. Pass auf dich auf. Tschüss!